Hi Leute, ich fände es toll, wenn die Würfel fallen und ihr beim nächsten Spielzug von Cube Gameplay Transport Fever 2 wieder dabei seid. Ihr wisst schon, ein Like, Abo oder Kommentar erhalten die Spielfreude an diesem Game. So, jetzt geht's aber los. Auf ins nächste Cube Adventure. So, ich musste mir ein kleines neues, anderes Intro einfallen lassen. Bei Folge 100, ja, da können wir ruhig mal was Neues nehmen. Genau. Mal schauen, schreibt mal in den Kommentaren, ob euch das gefällt oder nicht. Und ja, ich lasse mich da einfach mal überraschen. Gut. Weiter geht's. Wir haben hier unsere Neuerwerbung aus der letzten Folge. Wir fahren noch einen kleinen Moment mit. Ich müsste mal noch nebenbei hier schnell den Würfel starten in Excel, weil unsere Linien sind ja aufgebraucht. Da war nichts mehr. Wir müssen den wieder neu bedienen, unseren Würfel. Genau, so, jetzt hätten wir hier mal den Würfel, hätte ich gestartet. Ich schau mal, ob das bei euch ankommt. Jupp, sollte in diesem Augenblick angekommen sein. Genau, das letzte Mal hat man am 22. September gewürfelt. Ich würde sagen, wir werden dann auch wieder eine Stadt nehmen. Wir würfeln halt so lange, bis wir eine Stadt haben, die wir noch nicht gebaut haben. So, dafür drücken wir jetzt erstmal Reset und dann geht's los. So, Wuppertal hatten wir, Hannover haben wir, Nürnberg haben wir auch, Düsseldorf, Dortmund, Bonn, Berlin, Bonn, Münster. Na, das ist doch mal was. So, Folge 100, sehr schön. Das ist das hier für mich, das seht ihr nicht, das sehen wir euch. Supi. Also, Münster hätten wir. Dann gucken wir mal. Münster müssen wir mit ordentlichen Linien. Anlegen. Ich bin abgerutscht hier gerade. Habt ihr gesehen? Drei Linien. Und vier Fahrzeuge. Das ist ein sehr gutes Maß. Das nehmen wir. Ich notiere mir das mal ganz kurz hier, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Und zwar, das ist die Folge 100. Zweite Staffel. Linien hätten wir im Angebot. Drei Stück. Fahrzeuge 4. Und als Stadt hätten wir Münster. So, zu Münster fällt mir ein Tatort zum Beispiel. Schaue ich sehr gerne. Sehr schön. So, dann machen wir das hier mal wieder. Einmal bitte speichern, selbstverständlich. Und damit ist der Würfel Geschichte. Wir fahren hier immer noch durch die Weltgeschichte hier oben. Zwei Tigertrommeln. Hier drüben ein Doppelstock. Sehr schön. So, wir gucken, wo platzieren wir Münster? Ja, wird sicherlich nicht dahin kommen, wo es geografisch in Deutschland liegt. Würde ich einfach mal ein bisschen von abraten, weil wir haben hier relativ viel Städte, wo mir noch so eine kleine Stadt fehlen würde, wie Münster zum Beispiel, könnte ich mir oben in der Ecke vorstellen. Oder vielleicht auch so, nee, das gefällt mir auch nicht. Was sieht es hier zwischen aus? Ja, mal überall. Hier hinten ist so ein bisschen nackig und so ein bisschen leer.
würde mal fast sagen, hier so könnte man sich Münster vorstellen, hier so zwischen Berlin und Dresden so. Das wäre so eine Sache, wo ich mit leben könnte. Wir werden ja mal die Städte ins Leben rufen, klein. Wir fangen klein an. Wir machen diesmal wieder alles, oder wir machen mal alles zufällig. Ich möchte hier außer, na, vielleicht Lebensmittel. Ich glaube, das wäre ganz gut. Die haben wir jetzt zufällig gleich in der Nähe. Dann passt es und alles andere. Glaube ich, können wir auf Zufall lassen. Ich würde aber vielleicht vorne ab. Ach, Bahnhof machen wir nicht. Wir bauen Münster mal hier so genauso mitten rein. Oder bauen wir Münster hier rein? Ne, wir bauen es mal hier hin. Aber vielleicht sollten wir es sogar hier hinsetzen. Das wäre auch nicht schlecht, so am Berg. Ja. Lasst uns hier mal Münster platzieren. So. Damit wird Oddensdorf zu Münster. So schaut's aus. So machen wir das. Einmal Enter gedrückt und los geht's. So, Münster braucht natürlich Bahnhöfe. Logisch, was sonst? Wie jede andere Stadt auch. Wir werden mal so ein bisschen strategisch hier angreifen. Ein Güterbahnhof und ein Personenbahnhof hier ransetzen. Güterbahnhof würde ich einfach mal den nehmen. 4 Gleise, 320 Meter Geschwindigkeit, Oberleitung. Yes, das passt. Ich würde Nanu. Ja, muss man auf die richtigen Tasten drücken, dann klappt das auf dem Bahnhof, dass man den drehen kann. Ich würde dich mal hier ransetzen. Gucken, ob wir dich noch ein kleines bisschen genau so gedreht bekommen. Das passt. Hier hättest du Verbindung. Ans Straßennetz. Und dann nehmen wir hier nochmal einen Personenbahnhof hinzu. Ich glaube mal, den hatten wir schon lange nicht mehr. Da reichen ja auch 4 Gleise aus. Da müssen wir nicht so groß werden. Lasst uns den auch nochmal so relativ parallel zur Straße. Und hier, zack. Anschließen. Das passt. Dann werden wir hier gleich mal eine Haltestelle hinbasteln. Was ist das? Tramgleis? Nee, Tram wollte ich jetzt mal nicht, obwohl es mal nicht schlecht wäre. Anschluss für Straßen-U, Straßenbahnstation, oben unten kein, oben brauchen wir nichts. Straße, U-Bahn, Straßenbahnstation oder Bahnhof at Connection Street. Würde ich ganz gerne mal hier dran sehen. Mit wem kollidierst du? Ich hoffe, du hast hier Verbindung. Das ist ganz schön weit weg. Gucken wir, ob wir das hier. Ich glaube, das sollte hier passen. Und das wir dann sagen hier für unsere ganzen Waren, egal wie die ausschauen, würde ich sagen, werden wir hier dieses Warendepot hinsetzen. Wir nehmen dich hier nochmal kurz weg. Weil mir gefällt hier nicht ganz, dass wir so ein bisschen wechseln vom Bahnhof. Nein, kein Bahnhof. Wir möchten hier Tisch, möchte nur hier ansetzen. Zack,
dich auch nochmal. Dich setzen wir dann, nachdem wir dich gedreht haben. Zack, Stück zurück, relativ gerade. So, wenn wir dich jetzt hier ransetzen, so gefällst du mir. So schaut das gut aus. Genau, mal gucken, was hier mit der Straße noch los ist. Warum die hier nicht dran ist, das ist nicht so schön. Aber ich glaube, das kriegen wir schon gelöst. Straße hätten wir eine städtische, bitte. Gucken, wie weit werden wir das hier verbunden bekommen. So, wenn wir dich immer gerade ausführen, dich werden wir hier lang führen, auch gerade. Und werden uns dann genau hier einsetzen. Und vielleicht sollten wir hier mal die Kurven einschalten, ich glaube, es macht mehr Sinn. Hier so eine schöne Kurve machen. Dann hier mit ran. Genau. So sieht's gut aus. Vielleicht schaffen wir hier noch eine Verbindung. Genau, das ist genau das, was wir wollen. Aber was werden wir gleich mal vorneweg noch machen? Ich werde hier mal noch eine Straße lang ziehen. Definitiv schon in die Stadt geht, so sagen wir, gehen hier ein Stück runter, dass wir mit unseren Gleisen ganz entspannt rüberkommen. So sieht das gut aus. Lass uns mal die hier gleich verlängern. Die werden wir hier auch gleich ansetzen. Genau, das benutzt er immer gleich ein paar. Oh, wir sind da schon angeschlossen. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Das passt. So, wenn wir hier hinten auch gleich nochmal das Ganze anschließen. Damit hätten wir ja schon mal so eine kleine Ringlinie durch Münster, wo wir relativ viel Häuser abdecken. Lasst uns das hier gleich mal. Ja. Nö, ich möchte kein Gebäude hier entfernen. Ich wollte eigentlich nur die Straßen hier so ein bisschen updaten. Genau. Nein, möchte ich nicht verschieben, dann bleiben die Straßen. Dann ist es halt so. Okay. So, Münster. Münster braucht erstmal eine Linie, dass unsere Personen hier von A nach B kommen. Haben wir hier Verbindung zur Außenwelt oder geht das hier nur zur Industrie? Lasst mich schauen. Nein, hier kommen wir auch nach Dresden. Das sieht gut aus. So, dann werden wir uns hier mal so ein Gleis in Dresden schnappen, was noch frei ist. Genau, lasst uns mal gucken, haben wir da freie Gleise. Hier sind wir belegt. So, da sind wir belegt, aber hier hätten wir noch eins, was nicht belegt ist. Das sieht doch richtig gut aus. Terminals, und zwar wäre das die 7. Genau, die 8 ist dicht. Wir nehmen hier mal die 7. Das wäre dann, wenn ich richtig informiert bin, genau dieses Gleis. Würde hier, zack, zack. Und hier lang kommen, hier rüber, hier und wären auf dieser Strecke. Und damit hätten wir, glaube ich, relativ gute Chancen, nach München.
Holz dazu gelangen, aber wir mussten ein Stück zurückfahren und das mag ich nicht so. Dann fahren wir halt hier unten rum, fahren hier nach Münster und fahren von hier aus nach Berlin. Oder fahren wir von hier aus nach Essen? Ja, ich glaube, wir fahren nach Essen und würden dann noch nach Cube City reinfahren. Das wäre so der Plan. Vielleicht nehmen wir auch nochmal Felden mit. Oder vielleicht nehmen wir Rostock. Sollten wir Rostock mitnehmen? Ja, Essen, Rostock und dann nehmen wir Cube City. Das gefällt mir. So machen wir das. Also wir starten hier mal in Dresden. Nicht beim Güterbahnhof, sondern starten hier ganz spontan. Mit Gleise. 400 km/h hätte ich gerne. Oberleitung selbstverständlich. Das wäre hier unser freies Gleis. Da stehen wir uns mal hier am Stellwerk vorbei. Wir könnten sogar durchfahren, wie ich das gerade so sehe. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir haben mal ganz gekonnt. Dicht vorbeifahren. Lassen Sie mal vielleicht das Ganze in Zweigleisigkeit verwandeln. Gut, wo müssen wir lang? Wo müssen wir? Welches Gleis müssen wir bekommen? Also rein theoretisch müssen wir hier lang. Zack. Wir könnten diese Linie hier mit nutzen. Und wären dann eigentlich nicht richtig in Münster drin. So, hier in Münster könnten wir. Genau, da könnten wir hier unten durch, hier lang, hier unten durch die Kurie. Und könnten uns rein theoretisch ja hier so lang schlingen. So, lasst uns hier mal ein bisschen zur Brücke ansetzen. Das würde ich für eine sinnvolle Idee halten. Wie hoch kommen wir hier? Kommen wir anscheinend nicht hoch genug. Wie es ausschaut. Dass wir hier rüber kommen. Und ich muss sagen, wir haben irgendwie keine Chance. Die Straße ist hier ein bisschen zu dünn im Weg. Ja klar, zumal es ja da auch bergauf geht. Macht es keinen Sinn, da lang zu gehen. Dann werden wir mal einen etwas größeren Bogen uns nehmen hier. Kriegen wir das hier mit einer Brücke? Gut, wir könnten hier auch, wenn wir das richtig sehen, ich hole einfach mal das ganze Stück. Zweispurig mit Tramgleise natürlich. Stadt. Genau. Würde ich einfach mal sagen, wir nehmen das hier aber bitte schön mit Kurve. Schon ein Stück. Ja, das macht Sinn. Dann kriegen wir eine schöne Brücke hier drüber. Und jetzt müssen wir gucken, Tramgleise elektrisch. Mann, elektrisch natürlich. Machen hier einmal so und damit müsste unsere Tram wieder fahren. Yep. So ist es auch. Und wir können hier ganz entspannt
Brücke rübersetzen. Genau, und da brauchen wir nicht mehr einen Pfeil dazu. Die sieht so gut aus. Das gefällt mir. Das Ganze machen wir ja zweigleisig natürlich. Zack. Genau, dann geht es ja einen relativ geschmeidigen Bogen. Hier doch nicht so hoch sein, also. Verstehe ich nicht. Wir bleiben auf diesem Level und schauen mal, ob wir hier rüber. Ja, wir kommen nach oben, alles gut. Müssen wir mal schauen, dass wir dich hier wieder ein Stück runter bekommen. Genau, nicht immer hier. So groß, was ist denn Quatsch? Okay. Lass uns mal mit L hier die ganze Sache ein Stück nach unten gestalten. So, vielleicht nicht nur ein Stück, sondern ganz schön nach unten. Relativ schnell und zügig nach unten. Dass wir nämlich hier unten durchkommen. Ja, muss schon so sein. So, mal gucken, dann sollten wir hier rein theoretisch. Hier verbunden bekommen. Gucken wir mal. Meine Backe. Nun mit dir. So sieht's gut aus. Sehr schön. So, wir haben mal das kleine Stück mal ran. Was hier fehlt. Zack.
So, und damit hätten wir hier schon uns hier so ein bisschen rausgeschlängelt. Mir nicht gefällt, dass wir wirklich hier hoch, runter, hoch und weg, und vielleicht sollten wir hier einfach in den Tunnel gehen und hier unten durch und da hinten wieder hochkommen. Das wäre vielleicht auch eine kleine Option. Ich mache mal kurz hier die zwei Gleise weg und probiere mal, ob wir hier runterkommen in den Tunnel. Schauen wir mal. Sieht gar nicht so verkehrt aus, würde ich sagen. Dass wir hier auf der Höhe bleiben. Das reicht hier mit der Geschwindigkeit. Dass wir hier irgendwie noch durchkommen. Das sieht ganz gut aus. Und dann hoch. Sollten wir natürlich auch das Gleisende finden. Das soll man einfach sagen. Wir gehen jetzt hier lang. Nach oben. Jo. Dann das Tunnelportal. Zack. Ich würde sagen, das gefällt mir wesentlich besser. Was haben wir hier für ein Tunnelportal eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Wir probieren es einfach mal aus, dass wir nochmal neu ansetzen, hier rüberziehen und hier das nochmal das Portal auswählen. So schaut es gut aus. Kaufen wir das, so passt das. Und da jetzt raus. Perfekt. So sieht's gut aus. Zack. Dich lassen wir hier trotzdem stehen, dich buchen. Na, du buchen bleibst hier stehen. So, jetzt könnten wir ja mal die Paralytricks anschmeißen. Könnten uns hier mal entspannt in Richtung Münster bewegen. Zack. So, wo müssen wir hin? Nicht, dass wir ja die Richtung aus den Augen verlieren. Einfach mal so gerade durch hier, durch die Wälder. Das schaut hier schon ganz gut aus. Es geht natürlich um ein Tunnelportal. Möchte ich jetzt eigentlich nicht. Brücke lässt sich hier anscheinend nicht vermeiden. Okay. Dann bekommst du hier eine Brücke. Können wir nix. Dann machen wir das. Zack. Gut, dann haben wir ein drittes Gleis drin. Auch nicht verkehrt. Das ist dann einfach mal so ein Ausweichsgleis, das man halt einfach gebaut hat. Man wusste noch nicht, ob die Strecke 2, 3 oder 4 gleisig wird. Und von daher durchpassen.
Warte, das wird knapp. Aber passt. So, ich sehe schon, wir haben eine Brücke genommen ohne Pfeiler. Den werde ich dann im Off mal ein paar Pfeiler hinsetzen. Dann ist gut. So, hier hätten wir dann auch mal wieder so ein Stück. Wo wir hier drei Gleise haben. Genau, hier ebenso. Das ist hier für unsere, ja, im Prinzip für unsere Bauzüge. Kriegen, würde ich sagen. Das holen sie mal durch Münster. Irgendwie mit einem relativ, ja, noch guten Tempo hier durchschlagen. Und wo bist du? Da bist du. Okay. Ist zweigleisig. Uiuiui, was haben wir denn da gebaut? Das schaut ganz komisch aus. So, zack. Dann sollten wir hier ein Stück ansetzen können. Parallel-Trick sagen wir nein, bitte. Und dann brauchen wir mal einen Ausgang. Da ist er. Das Tempo auch schon so allmählich reduzieren. Gut. Ja, genau, reduzieren. Und dann gehen wir hier auf 170 hoch, schon klar. Ja, kann man noch ein klein bisschen beschleunigen. Und dann geht es hier auch schon rein nach Münster. Brücke. Mal gucken, ob wir das gleich hier rankommen. Ob das funktioniert. Wunderbar. Genau, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den Absprung kriegen. Erst einmal mit einer Doppelkreuzung arbeiten. Kommen wir rein, fahren hier rüber. Dann fahren wir raus, fahren hier lang. Auch im Rückweg kommen wir hier lang, fahren dort rein und fahren. Hier nach dieser Doppelkreuzung im Prinzip dann
Wölbe auf dem Nordeis, genau. So. Was ist hier los? Warum willst du nicht? Was gefällt dir nicht? Was ist los? Das gefällt mir ein wenig, muss ich sagen. Komm, zu groß. Gut, dann kommst du hier mal weg. Dann krümmen wir dich hier nochmal anders. So, dann fährst du mal ganz spontan. Ah, du legst ja nicht dran, deswegen bist du ja so komisch. Alles klar. Deswegen ist das hier so. Irgendwie kurios. Nicht so, wie wir das kennen. Dass unser Gleis hier anliegt. Zack und schwupp. Sehr schön. So, dann haben wir gesagt, wir fahren von hier aus. Hier lang und dann geht's hier. Unser Gleis ran, sehr schön. So, wir kommen hier einmal vorne rüber auf unser Gleis, fahren dort rein, kommen wir raus. Von da lang, so, direkt rüber, hier lang, kommen da an unser Gleis, fahren hier raus und müssen hier dann. Irgendwie von da nochmal nach da rüber kommen. Sehr schön, so passt es. Super. So, was soll ich sagen? Unsere Zeit ist vorbei. Ich mach mal kurz Pause, bevor ich mich verabschiede. So, dann suchen wir uns hier mal einen Zug. Schauen wir, ob wir was haben. Wäre ja nicht schlecht gewesen, wenn wir hier mal was hätten. Unsere Mine, das war da mal wieder vorbeischauen. Da waren wir schon lange nicht mehr. Aber schade, ist leider nichts. So generell kein Zug. Doch, da ist einer. Nehmen wir dich. Gut, dann sagen wir mal so einen schönen Gruben und. Ja, eigentlich Grubenloks und Erzzugwagen. Da sage ich einfach mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich halte meine Klappe. Ciao, ciao.